Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Hier ist die Iris Heinen. Ich hoffe, Ton und Bild sind okay, dass wir direkt loslegen können. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute am Mittwochnachmittag die Zeit nehmen und auch das Interesse zeigen an Investui. Und ich sehe schon die ersten Fragen, die dürfen Sie gerne in das Fragenfeld reinschreiben. Ich versuche, alle zu beantworten. Falls es mir nicht gelingt aufgrund der Vielzahl der Fragen, weil auch einige sich angemeldet haben, werde ich das sicherlich im Nachgang Ihnen per E-Mail zukommen lassen. Nehmen Sie es nicht persönlich, aber manchmal ist es dann sehr interaktiv und dann klappt es halt nicht mit der Beantwortung der Fragen. Aber nutzen Sie sie. Und die zwei Fragen, die jetzt schon am Anfang kamen, ja, das Webinar wird aufgenommen. Sie werden es dann in Kürze auch auf unserem YouTube-Kanal von Investui nochmal nachlesen oder nachhören können. Ich schicke Ihnen aber auch den Link per E-Mail zu, sobald es zur Verfügung steht. Und die zweite Frage, die gekommen ist, wie steht Investui in Zusammenhang mit WH Self Invest? Gut erkannt, da ist ein sehr enger Verbindung, weil Investui ist ein eigenständiger Service des Online-Brokers WH Self Invest. WH Self Invest kennen Sie vermutlich, ist seit rund 25 Jahren ein renommierter internationaler Broker, vorzugsweise für Futures- und CFD-Handel, preisgekrönt für Kundenservice, Plattform, Ausführung etc. In Deutschland reguliert. Also Sie haben mit WH Self Invest einen sehr, sehr starken Partner im Rücken. Und WH Self Invest hat ja das Profil, sehr stark den aktiven Trader auch zu fokussieren und da die Rahmenbedingungen möglichst optimal zu gestalten. Und mit Investui haben wir seit rund 2 Jahren unter einem eigenen Namen einen eigenen eigenständigen Service kreiert und bieten den quasi mit einem eigenen Konto auch Kunden an. Investui fokussiert aber eher den Investor, weil hier geht es darum, dass Sie zu Ihren, sage ich mal, schon etwas längerfristigen Investments in Ihrem strategischen Portfolio vielleicht eine weitere Diversifikation suchen. Und da sehen wir uns und was das genau ist, werde ich Ihnen jetzt in hoffentlich einer Stunde, manchmal brauche ich noch eine Stunde 15, ich würde mich freuen, wenn Sie dabei bleiben. Ja, legen wir los und ich hoffe, es wird für Sie kurzweilig und auch informativ. Dieses monatliche Webinar, normalerweise am Freitag, diese Woche nicht, weil am Freitag spreche ich auch im Frauen an die Börse, was von Kurs Plus veranstaltet wird. Vielleicht haben Sie Interesse, auch da dazu zu kommen. Deswegen haben wir das Webinar in dieser Woche auf den Mittwoch gelegt und trotzdem freue ich mich, dass zu dieser Zeit so viele dabei sind. Es hat den gleichen Namen, aber wie es immer hat, und zwar besseres Investieren mit Markteffekten. Und da stellt sich meistens schon die erste Frage, wie kann man eigentlich die Stirn haben, zu behaupten, besseres Investieren mit Markteffekten? Und das ist immer meine Eröffnungsfolie, weil sie einfach das zeigt, wofür der Service steht, und zwar einen langfristigen, robusten Vermögensaufbau Ihres Investments. Dafür steht Investui. Was Sie hier sehen, ist der langfristige Chart in der Bruttorendite. Das ist zum Teil, ist es auf dem Backtest basierend. Aber seit 2018 haben wir das schon mit den Kunden von WH Self Invest eingeführt und seit 2020 eben unter dem eigenen Namen Investui, Ihr Investment. Und was Sie hier sehen, ist eine kontinuierlich steigende Kurve. Sie sehen auch, dass das nicht eine Gerade von unten links nach oben rechts ist. Das wäre natürlich auch wenig glaubwürdig. In jedem Investment gibt es Schwächephasen. In jedem Investment gibt es auch Drawdowns, je nachdem, wie die Marktsituationen auch sind. Aber es kommt auf die Erholung an. Und wie hat sich das Ganze über die Zeit entwickelt? Und hier sehen Sie in dieser Kurve, dass sie stetig nach oben ging, dass die Entwicklung immer in die richtige Richtung ging. Der Chart ist die Bruttorendite und was Sie oben rechts sehen, das ist die Nettorendite mit unseren langfristigen Musterdepot Futures seit Start im Januar 2020. Und das bestärkt jetzt die Aussage, besseres Investieren mit Markteffekten, wenn man nicht nur einen Lucky Punch oder einen One-Hit-Wonder haben will, sondern langfristig ein Investment haben will, was einen Zuwachs des Kapitals ermöglicht. Sie werden hier keinen einzelnen Trade sehen, weil das Ganze ist ein Portfolio aus 4
Strategien, die ich Ihnen auch vorstellen will. Das ist auch mein Versprechen hier am Anfang, dass Sie am Ende wissen, was wir machen, wie wir es machen, warum wir es so machen und ja, was Sie auch von uns erwarten können und was Sie nicht von uns erwarten können. Das ist natürlich auch Bestandteil dieses Webinars. Und damit Sie auch wissen, was sich genau dahinter verbirgt, zeige ich Ihnen einfach mal, was Markteffekte sind. Vielleicht hat der ein oder andere das schon mal gehört unter einem anderen Namen. Aber ich stelle jetzt einfach auch mal inhaltlich vor, was sich dahinter verbirgt. Und da haben wir das große Glück, aber es ist natürlich auch bewusst ausgewählt worden, dass wir uns nichts ausdenken mussten, sondern dass wir auf etwas zurückgegriffen haben, was unstrittig ist, weil es ist sowohl wissenschaftlich als auch von der Datenbasis sehr stark statistisch belegt. Markteffekte, vielleicht kennen Sie das eher unter saisonale Markteffekte oder saisonale Muster, Marktmuster. Marktanomalien, Kalendereffekte, das alles sind die gleichen, sind unterschiedliche Begrifflichkeiten, aber für ein und dasselbe. Es wird beschrieben, dass der Kurs in Relation steht mit dem Kalender. Also, dass man immer wieder beobachten kann, dass zu bestimmten Zeiten bestimmte Preismuster an den Kapitalmärkten zu beobachten sind. Eins der bekanntesten Beispiele habe ich hier aufgelistet, Sell in May and Go Away. Aber Sie kennen das auch, man soll nicht vergessen, im September wieder zurückkommen. Also damit wird beschrieben, dass es eine Schwächephase vorzugsweise im Aktien- und Indizehandel über die Sommermonate gibt. Da ist beschrieben worden, dass Institutionelle die Märkte verlassen, es ist ein Sommerloch, auch Urlaub. Das verbirgt sich dahinter, das ist nur ein Beispiel oder ein Ansatz, den zu erklären. Aber Sie sehen, das sind auch wieder über mehrere Monate wird dieser Effekt dann auch beschrieben. Und dann hinten raus kommt dann wieder Halloween-Effekt, der Jahresendrally. All das sind aber eher langfristige oder längerfristige Markteffekte, die über Monate gehen. Es gibt sie jährlich, monatlich, man kann sie wöchentlich sehen. Was wir haben, das sind aber eher kurzfristige. Was mit kurzfristig gemeint ist, werde ich noch genau im Detail beschreiben. Für die Wissenschaft oder für die Akademiker, so wie es hier geschrieben hat, war es immer eine große Motivation herauszufinden, warum das ist. Man hat versucht, zu erfahren, warum Marktteilnehmer zu bestimmten Zeiten so agieren, dass das immer und immer wieder quasi als Rhythmus zu erkennen ist. Und es gibt dafür ausgiebige Studien, die haben wir zum großen Teil zu unseren Markteffekten auch bei uns auf der Internetseite hinterlegt, für Sie auch zum Nachlesen. Das sind oftmals englischsprachige. Wir haben uns auch da die Mühe gemacht, das Ganze mal ins Deutsche zu übersetzen. Also ich lade Sie ein, ich zeige es Ihnen auch noch, dass Sie das gerne mal nachlesen. Fundamentale Basiseffekte, fundamentale Hintergründe, das sind die Punkte, die da untersucht wurden. Und Marktmuster oder kalenderbasierte Marktmuster sind dann besonders stabil und besonders robust, wenn man genau diese fundamentalen Basiseffekte auch gefunden hat. Und unsere haben das zum großen Teil, sogar sehr stark. Dass diese Markteffekte, man kriegt sie auch nur mal unter anderem, ob das jetzt Forex ist, ob das Indizes sind, Rohstoffe sind, Aktien. Also man findet sie auf vielerlei Finanzinstrumente. Und dass es sie gibt, ist immer ein Indiz, dass professionelle Anleger diese Markteffekte auch immer wieder nutzen, um ihr eigenes Portfolio zu bestimmten Zeiten zu pimpen oder zu boostern, um diesen Begriff hier ein bisschen zu stressen. Also dann vom Timing her die Rendite nach oben zu schrauben. Oftmals haben Privatanleger aber weder zu den Strategien noch zu den Märkten Zugriff. Und da setzt eigentlich Investui an. Das ist eigentlich der Service, dass wir vier ausgewählte Markteffekte den Privatanlegern den Zugang ermöglichen, sodass auch Sie als Anleger zu Ihrem Portfolio das als Diversifikation nutzen können, als taktische Position zu Ihrem Portfolio. Was ich hier betonen will, es sind wir, also Investui, haben einen Anlagehorizont von mindestens mal anderthalb Jahren, um auch tatsächlich diese Rhythmen regelmäßig abzufangen und von diesem statistischen Vorteil, den man sich
erarbeitet oder nutzen kann, weil es sind ja Wahrscheinlichkeiten, die wir handeln. Aber durch diese Belege, durch die Studien und statistischen Belege haben sie mit den Wahrscheinlichkeiten, die wir haben, sich natürlich dann auch einen kleinen Vorteil verschaffen. Also, wir haben kurzfristige Positionen, haben aber im Sinn ein langfristiges Investment. Das heißt, wenn Sie uns mal ausprobieren wollen für 4 Wochen, um auch zu sagen, wofür wir nicht stehen, dann sind wir nicht das richtige Investment. Da muss man sagen, dann können wir das, was wir als Leistung anbieten wollen, gar nicht gewährleisten, weil genau in den 4 Wochen, die Sie uns mal antesten wollen, finden die Markteffekte in dieser Form nicht statt. Und dann sagen Sie, das Ganze taugt nichts. Aber das ist der falsche Ansatz, weil Sie werden sehen, und Sie haben es ja gerade auf dem Chart zuvor gesehen, dass es langfristig sehr, sehr gut bisher funktioniert hat. Also der Service, den wir anbieten, das ist im Grunde genommen das, was Ihnen einen Mehrwert verschafft. Markteffekte, wenn Sie nachher sehen, auch die Beschreibung, Sie könnten das selbst handeln, aber da sind immer gewisse Schwierigkeiten auch mit verbunden. Und ja, das möchte ich Ihnen einfach mal zeigen. Wo kommen wir her? Wir kommen quasi aus einem selbstverwalteten Konto. Heute bieten wir seit Anfang 2021 auch ein verwaltetes Konto an, was sehr stark aus den Kundenwünschen entstanden ist. Wir selbst haben tatsächlich am Anfang ein selbstverwaltetes Konto angeboten. Der Service, der dahinter stand, war, dass wir die 4 Markteffekte, die wir nutzen, für Sie beobachten. Das heißt, wir, Saisonalitäten, wissen genau, wann der richtige Zeitpunkt zum Einstieg ist und wann der richtige Zeitpunkt zum Ausstieg ist. Das sind Saisonalitäten. Wir wissen, wann diese stattfinden. Und die 4, die wir haben, sind sehr, sehr einfach. Das heißt, unsere Kunden wissen sehr, sehr schnell, wann diese 4 auftreten. Und für die, die sich für ein selbstverwaltetes Konto entschieden haben, die haben ausschließlich eins zu tun gehabt, zum richtigen Zeitpunkt in ihre E-Mail schauen, weil wir haben dann über E-Mail unsere Kunden informiert mit 3 kleinen Buttons, mit 3 verschiedenen Positionsgrößen und über den Klick in diese E-Mail konnte tatsächlich sofort eine Position auf dem echten Trading-Konto eröffnet werden und wir haben sie anschließend gemäß dem Timing dann wieder geschlossen. Das waren die Anfänge. Das heißt, unsere Kunden haben keine Notwendigkeit gehabt, selber sich irgendeinen Chart anzuschauen, sich mit einem Regelwerk zu beschäftigen. Also der Aufwand war extrem gering. Alle, die sich hier angemeldet haben, haben eine E-Mail. Also können alle mittlerweile über dieses Medium auch agieren. Sie haben weniger Kosten gehabt, weil sie keine Tools benötigen, auch keine Trading-Plattform oder andere Dinge, um eine Position zu eröffnen. Sie mussten nichts an WKN-Nummer, gar nichts, sondern einfach nur zur richtigen Zeit dann die E-Mail öffnen und sich dann zu entscheiden, klicke ich, um eine Position zu eröffnen oder nicht. Sie waren von den Kosten her oder sind es natürlich immer noch sehr gering, weil nur 2 bis 3 Trades pro Woche gemacht werden. Also wir sind weit weg von Overtraden, weit weg von permanent in Position sein. Sie haben immer jede Woche auch starke Ruhephasen in dem Konto, in dem nicht gehandelt wird. Und ja, 3 einfache Risikokategorien, auch das werde ich noch erklären, defensiv, moderat und aggressiv. Allein vom Wording her, vom Gefühl her, können Sie sich da mit Sicherheit ja auch schon etwas vorstellen. Das waren die Anfänge und das war natürlich technisch schon sehr, 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 sehr modern und außergewöhnlich. Also man kennt natürlich Signalservices, die sagen, jetzt Gold kaufen, aber dann weiß man oftmals nicht, welchen Goldkontrakt, wie soll ich jetzt aussteigen. Also hier wird alles vorgegeben, also der Rahmen ist einfach sehr, sehr stark gesetzt. Aus den Anfängen mit dem selbstverwalteten Konto und der großen Begeisterung auch dazu, sind aber dann stetig auch der Wunsch entstanden, es komplett in unsere Hände zu geben, weil Trades verpasst worden sind oder weil man im Urlaub war, weil man krank war. Es gab so viele Gründe, die an uns herangetragen worden sind und wir waren selbst erstaunt,
dass der Wunsch nach dem verwalteten Konto im Managed Account so stark war. Weil man muss sagen, wir haben auch, als wir das mit WH Self Invest Kunden ja auch gemacht haben, haben wir das selber noch als irgendwie auch spannend erachtet, dass man noch mitentscheidet und die Position auswählt, ne, und ein bisschen aktiver eingebunden ist. Aber da haben wir uns ein bisschen auch getäuscht, weil viele auch beruflich und aus anderen Gründen heraus eigentlich es abgeben wollen. Also man hat sehr stark hinter dem Konzept gestanden, man hat die Erfolge gesehen und wollte es abgeben. Und daraufhin haben wir dann quasi, weil wir eine Lizenz auch zur Vermögensverwaltung haben, das Ganze als verwaltetes Konto angeboten. Damit entfallen jegliche Zuarbeit oder Entscheidungsmomente für die Kunden, weil wir in Absprache im Rahmen der Kontoeröffnung mit den Kunden die Risikokategorie festlegen und dann diese Trades oder diese Markteffekte, die 2 bis 3 Mal die Woche kommen, automatisch auf diesen Konten ausführen, eröffnen und schließen. Und das Ganze, weil wir die Infrastruktur haben, weil wir das Ganze absolut mit einer modernsten Technologie automatisiert können, entstehen hier auch keinerlei Zusatzkosten. Ja, das ist es, sage ich jetzt mal, so die Entwicklung. Und ich muss sagen, dass dieses verwaltete Konto auch nochmal ein Game Changer war. Viele sind vom selbstverwalteten Konto zum verwalteten Konto gewechselt. Wie hoch jetzt die Anzahl ist, kann ich gar nicht aktuell sagen. Ich kann aber sagen, dass von den neuen Kontoeröffnungen eigentlich zu 100% diejenigen in das verwaltete Konto gehen. Aber das selbstverwaltete Konto bleibt natürlich bestehen und läuft auch für diejenigen, die die Kontrolle eben noch ein bisschen in der Hand behalten möchten. Ein Wechsel zwischen beiden ist auch jederzeit möglich. Wie das mit dem Timing aussieht, habe ich ein Beispiel gebracht. Das ist eine der beliebtesten Strategien, die wir haben. Das ist der Friday Gold Rush. Wie der Name sagt, er bezieht sich auf den Freitag, wird aber am Donnerstag schon eingestiegen und er bezieht sich auf das Instrument Gold. Es ist eine sehr populäre Strategie mit einem sehr starken fundamentalen Hintergrund, sogar mehrere, erkläre ich dann noch. Aber hier sehen Sie vom Timing her, und so geben das auch die Strategien vor und so wird das auch von den Markteffekten vorgegeben. Um 16 Uhr verschicken wir die E-Mail. Dann kann schon mit einem Klick die Position eröffnet werden. Und für diejenigen, die sich für das verwaltete Konto entschieden haben, gehen wir auch um 16 Uhr in die Position am Donnerstagnachmittag. Hier sehen Sie aber auch noch 21.45 Uhr. Das heißt, zwischen 16 und 21.45 Uhr haben diejenigen, die das selbstverwaltete Konto gewählt haben, die Möglichkeit, einzusteigen. Sie müssen nicht wie die Katze vor Mauseloch um 16 Uhr vor Ihrem E-Mail-Postfach sitzen. Ah, jetzt kommt der Markteffekt, nicht verpassen. Alle Strategien haben einen Zeitraum, in dem die Position eröffnet werden kann, was für die Stabilität und die Robustheit der Strategien spricht. Also Sie haben über mehrere Stunden Zeit, die Position zu eröffnen und dadurch, dass wir einen langfristigen Ansatz haben, gleicht sich das alles aus. Mal haben Sie mit einem Einstiegspreis einen schlechteren Kurs oder Sie haben einen besseren Kurs. Auf lange Sicht wird das Ganze, balanciert sich das aus. Dann gehen wir mit der Position einmal über Nacht. Und am Freitagabend um 21 Uhr wird die Position automatisch geschlossen. Das ist nur als Beispiel mal ein Timing einer Strategie. Und ich denke, Sie werden mir recht geben, dass das sehr einfach ist und dass man das, ob man jetzt ein selbstverwaltetes Konto oder ein verwaltetes Konto hat, wenn man das einmal sich vor Augen geführt hat und einmal auch diesen fundamentalen Effekt, der dazugehört oder dazugehören kann, weiß man das auf immer und weiß auch, was passiert. Dieses Timing findet man auch bei uns auf der Internetseite. Ich zeige es mal ganz kurz. Und zwar gehen wir mal hierher. Dann sehen Sie auch mal unsere Internetseite. Wir haben das eigentlich relativ schlank und einfach aufgebaut. Und hier unter Positionen sehen Sie beispielsweise hier unten den Kalender. Hier sehen Sie, wie sich die Strategien über die Woche verteilen.
Und ohne dass Sie jetzt die Markteffekte bisher kennen, sehen Sie auch, dass hier tatsächlich nicht überlappende Trades gemacht werden. Das hier ist der Turnaround Tuesday am Montag, der geht bis Mittwochmorgen. Das ist der Pound Shorter, der wird nur 6 Stunden am Dienstag gehandelt. Der Donnerstag hat den Friday Gold Rush, den ich gerade erklärt habe. Und dieser lilafarbene Punkt gehört zum Monatsende-Effekt. Der kommt halt einmal zum Monatsende. Das war's. Mehr Trades werden nicht gemacht. Wie ich gesagt habe, 2 bis 3 pro Woche, im Schnitt 10 im Monat. 2021 waren es 124 Trades im Jahr und 2020 128. Also da sehen Sie, das ist sehr, sehr übersichtlich und ja, auch ressourcenschonend im Konto. Und wenn offene Positionen sind, finden Sie die auch auf dieser Seite. Ich sagte gerade, der Turnaround Tuesday, der bei uns auf dem Mini-DAX gehandelt wird, der ist heute Morgen beispielsweise mit einem schönen Gewinn geschlossen worden. Und das ist noch die Position von gestern, im British Pfund US-Dollar, den wir auch im Plus schließen konnten. Und wenn Sie sehen, auch hier, es gibt Bewegung in jedem Trade. Was Sie hier sehen, ist nicht der Kursverlauf, sondern Sie sehen hier, grün ist ist eine Long-Position und dann sehen Sie die Entwicklung des Profit-Loss bis zum Schließen und hier der Pound-Shorter, das ist eine Short-Position, wie der Name sagt und dann sehen Sie auch, wie sich der Kurs gestaltet. Also hier sehen Sie auch immer den Einstiegspreis und ja, der Einstiegszeit, Ausstiegspreis und Zeit. Also das ist hoch transparent, also für diejenigen, die sich auch für das Mandat entschlossen haben. Hier finden Sie immer zu jeder Zeit, wenn ein Trade offen ist, wie unser Musterdepot. Das sind die Werte unseres Musterdepots, die Sie hier oben sehen. Und der Chart ist immer ein Kontrakt. Aber dann können Sie das auch auf Ihre eigene Position übertragen. Aber hier in dem schwarzen Balken ist immer das Ergebnis für unser Musterdepot. Ich komme da nochmal später, glaube ich, nochmal darauf zurück. Aber das ist eine interessante Seite, wenn man sich einfach mal über das Timing und auch über die Performance, um die Transparenz dann einfach informieren will. Ja, dann komme ich nochmal zurück zu meiner Präsentation. Ich habe jetzt schon so ein bisschen was gesagt zu selbstverwaltetem Konto und zu verwaltetem Konto. Hier nochmal eine kleine Zusammenfassung. Bei dem selbstverwalteten Konto sind wir der Meinung, und das zeigen auch die Rückmeldungen unserer Kunden, fehlt noch ein bisschen die Distanz zum Trade. Wenn wir sagen, nicht der einzelne Trade macht es hier aus, sondern ist auf lange Sicht die Wiederholung und das Gesamtkonzept, was ich vorstellen will, dann ist es so, wenn man ein selbstverwaltetes Konto hat und sich für eine Position entschlossen hat, kriegt man das auch nicht mehr aus dem Kopf raus. Dann guckt man immer wieder auf die Webseite, wie verläuft das? Also da ist dann auch immer wieder Stress und Emotionen dabei, wenn auch mal der Verlauf einer Position nicht so läuft wie gewünscht oder sie läuft besonders gut. Ne, also dann schaut man immer wieder nach und hoffentlich gebe ich jetzt von den Gewinnen nichts mehr ab oder hoffentlich erholt er sich. Also man ist immer viel stärker eingebunden als bei einem verwalteten Konto. Und was wir ja eigentlich wollten, ob das jetzt mit dem selbstverwalteten oder verwalteten Konto nochmal verstärkt ist, eigentlich diesen Stress und diese Emotionen wegnehmen und auch ja einfach ihnen die Möglichkeit geben, sich vom Traden, weil letztlich ist es ja das, was wir tun, ein bisschen zurückzunehmen und das Ganze als Investment auf lange Zeit sehen, ohne ja, dass sie da immer und immer wieder stark involviert sind. Mit dem verwalteten Konto wird Ihnen die Entscheidung auch abgenommen, ob Sie einsteigen oder ob Sie nicht einsteigen. Das halten wir auch für wichtig. Gerade dann, wenn es mal 2, 3 Trades gab, bei denen es eben nicht so gut lief, dann hat man vielleicht auch dann ein bisschen die Furcht, eine weitere Position einzunehmen. Und wie der Teufel es will, ist es dann natürlich der Gewinner, der im Portfolio fehlt. Also die maximale Diversifikation über diese 4 Strategien als Portfolio, das ist mit dem verwalteten Konto nachweislich am allerbesten zu gewährleisten. Es werden keine Trades verpasst, ob Urlaub, Krankheit oder andere Gründe. Und es werden auch keine ausgelassen, wenn mal ein Verlusttrade da war. Wir haben immer die richtige Positionsgröße.
Das ist auch ein wichtiger Punkt für die, die ein selbstverwaltetes Konto haben. Besteht immer die Möglichkeit rein mental, dass, wenn es mal weniger gut lief, über eine zu große Positionsgröße, über einen Klick einzusteigen, um das wettzumachen. Genau dann hat man nochmal einen Verlierer. Oder auch, wenn die Gier zuschlägt, wenn gerade 2, 3 Trades oder eine sehr, sehr gute Phase ist, neigt man dann, und das ist menschlich dazu, jetzt nochmal größer reinzugehen, als es für das Konto vielleicht gut ist, und dann in dem Moment sich der Gefahr aussetzen, dass es dann ein größerer Verlusttrade wird, für den man dann wieder eine längere Erholungsphase benötigt. Und das Gute ist doch auch, dass es keinerlei Zusatzkosten verursacht und dass man im Grunde genommen mit einem geringen Startkapital das verwaltete Konto schon haben kann. Also das, was ich gesagt habe, ist hier nochmal in diesem Chart nachvollziehbar, an welchen Stellen man, wenn man selbst verwaltet, ins Schleudern kommt, ne? Also wenn mal ein größerer Verlust ist und dann steigt er wieder, dann beim nächsten Mal, wenn er sich erholt hat, steigt man aus, oder im Gewinn dann zu früh schließen oder bei Break-Even sagen, so, jetzt habe ich genug Nerven gelassen, ich steige aus. Also das verwaltete Konto hat zahlreiche Vorteile, und ich hoffe, ich konnte die Ihnen bis hierher verdeutlichen. Steigen wir doch einfach mal in das Gesamtkonzept ein. Ich habe gesagt, einen dauerhaften Erfolg, langfristig Vermögen aufbauen, robust, also nicht auf das so an den Parameter drehen, um hier noch mehr Rendite und da noch mehr Rendite rauszuholen, sondern wir haben die Parameter, die einfach dauerhaft sehr gut funktioniert haben und sehr robust funktionieren. Und die 4 Strategien, die wir haben, die dienen einer hochgradigen Diversifikation. Das ist für uns ein absoluter Schlüsselfaktor in unserem Konzept, dass das funktioniert. Die Auswahl einzelner Strategien, auch dann für die, die selbst klicken, führt in der Regel nicht zu einem besseren Ergebnis. Das sei hier an der Stelle nochmal gesagt. Die Kombination aus 4 Strategien, das ist der Schlüssel. Sie sehen hier Friday Gold Rush, Pound Shorter, Turnaround Tuesday, End of Month. Das sind die 4, die ich noch erklären werde. Der Friday Gold Rush, der funktioniert unter Umständen genauso auch auf anderen Metallen und der End of Month auch auf anderen Indizes, als wir handeln. Aber dadurch, dass wir sehr stark liquide Instrumente haben wollen, die mit einem guten Volumen kommen, die man sehr gut kurzfristig handeln kann, und haben wir genau die Strategien auf diese Instrumente angewendet. Also 4 Strategien und 4 fantastische Finanzinstrumente. Das ist das Gold, British Pfund, US-Dollar, der Mini-DAX müsste hier stehen, und der S&P 500. Das sind alles populäre, sehr, sehr gut handelbare Instrumente mit einem sehr gleichmäßigen Chartverlauf. Keinerlei Exoten, die wir uns hier ausgesucht haben. Und das ist doch sehr, sehr Diversifikation. Also links sehen Sie im Bild, ne, nicht alle Eier in einen Korb. Man muss, wenn man investiert, breit aufgestellt sein. Das sagt auch die Literatur. Und das haben wir auch intern gemacht mit dieser Diversifikation. Und auch, dass wir nur kurzfristige Positionen verteilt handeln, ermöglicht uns das Ganze. Man hätte, wie gesagt, auch eine Strategie auf 4 Instrumente nehmen können oder ein Instrument mit 5 Strategien. Aber wir haben wirklich über alles, was wir anbieten, eine Diversifikation hergestellt. Das ist uns sehr wichtig gewesen. Und wie sich das gestaltet hat in der Vergangenheit, sehen Sie hier, warum das Ganze ja so wichtig ist. Also Sie sehen hier der gelbe Verlauf, das ist der Gold, die Goldstrategie, der Friday Gold Rush. Das hellblaue, das ist der Turnaround Tuesday. Das dunkelblaue ist der Pound Shorter. Und das lilafarbene, das ist der Monatsendeffekt. Ne? Am Anfang hatte ich Ihnen hier oben rechts diesen Chart gezeigt, also der Bruttogewinn als geklättetes Portfolio dargestellt. Und hier in diesem Chart ist das nochmal aufgefächert, aufgebröselt auf die einzelnen Strategien über die gleiche Zeit. Da sehen Sie, 2013 hatte Gold eine sehr, sehr starke Schwächephase. Und Sie sehen aber, die anderen Strategien haben in dieser Zeit
diese Schwäche mit ausgeglichen. Sie sehen auch hier Seitwärtsphasen beispielsweise, ob das hier im Gold ist oder hier beispielsweise im Turnaround Tuesday. Wenn Sie dann schauen, hat das Gold oder auch andere Strategien wie beispielsweise der Pound Shorter das abgefedert. Und Sie sehen auch vom Charakter her sind die unterschiedlich. Also der Friday Gold Rush ist wesentlich volatiler und kommt dann auch mit mal etwas größeren Gewinnen und Verlusten daher. Der Pound Shorter, die dunkelblaue Linie, der wird ja nur 6 Stunden gehandelt. Der ist relativ gleichmäßig, also der bringt halt robuste Ergebnisse ins Portfolio, während die anderen Strategien auch mal größere Ausschläge nach oben und nach unten haben. Hier sehen Sie auch der Monatsendeffekt, der hier seit 2020, gerade im Jahr zu Corona, also ein fantastisches Ergebnis hatte und da eine Outperformance hingelegt hat. Da sehen Sie, die sind, wie gesagt, vom Charakter her anders und sie reagieren auch anders auf Marktsituationen. Wenn man sich das Ganze jetzt mal nochmal anschaut bis 2010, also 2010 ist für saisonale Markteffekte immer ein sehr guter Zeitraum, um zu sagen, hat das noch eine statistische Signifikanz, hat das auch noch eine Aktualität? Und das sehen Sie hier auf die einzelnen Jahre verteilt, also auch im Bruttogewinn. Sehen Sie, wie unterschiedlich die Strategien verlaufen sind in den Jahren. Keine der Jahre war negativ, außer dem Jahr 2013, auch zurückzuführen auf das Gold, was ich eben genannt habe. Und da sehen Sie auch, wenn es die anderen Strategien nicht gegeben hätte, hätte man in dem Jahr 2013 nur mit dem Friday Gold Rush sehr, sehr unglücklich agiert. Und die anderen Jahre immer wieder sind es andere Strategien, die besonders gut waren oder es gibt Jahre, wo das sehr ausgeglichen war. Aber was es mir wichtig ist zu sagen, dass Sie nie wissen, wann genau jetzt eine Strategie die Performance bringt, die Sie jetzt nach vorne bringt oder stark nach vorne bringt. Deswegen 4 Strategien. Diese vier Strategien würde ich jetzt ganz gerne im Einzelnen mal vorstellen. Und zwar beginne ich gerne immer mit dem Pound Shorter. Der Pound Shorter ist eine Ausnahme in vielerlei Hinsicht. Er ist das einzige Währungspaar, Forex-Paar, okay. Er ist die einzige Short-Position, wie der Name auch sagt. Er ist die einzige Position, die rein intraday gehandelt wird. Und er ist der einzige Markteffekt, dem wir keinen fundamentalen Basiseffekt nachweisen können. Er ist aber sehr, 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 sehr stark statistisch bewiesen und hat damit auch die Berechtigung gefunden, in diesem Portfolio aufgenommen zu werden. Und die Ergebnisse, Sie sehen es ja im Chart rechts, belegen das auch. Wir nennen es Mikromuster am Dienstagmorgen, weil er ja so kurz gehandelt wird. British Pfund US-Dollar ist eins der Hauptwährungspaare und von daher ein wunderbar zu handelndes Instrument. Wir handeln ihn entweder über ein Futures-Konto oder über ein CFD-Konto. Das sind ja die beiden Kontotypen, die man bei uns handeln kann. Und in beiden Bereichen aufgrund der guten Liquidität lässt er sich sehr, sehr gut handeln. Der kommt einmal wöchentlich. Ich habe es eben schon mal auf der Internetseite gezeigt. Immer dienstags. Die Position war ja noch auf der Internetseite zu sehen und dauert lediglich 6 Stunden. Das ist natürlich auch eine absolute Reduktion von einem Risiko. Ne? Wenn man eine Position nur 6 Stunden intraday hält, dann haben Sie kein Übernachtrisiko, Sie haben kein Wochenendrisiko. Deswegen fokussieren wir ja grundsätzlich auch kurzfristige Strategien und kurzfristige Markteffekte. Das ist der Pound Shorter. Dieser Pound Shorter war im letzten Jahr auch positiv gewesen und sieht in diesem Jahr auch sehr gut aus. Die zweite Strategie, die wir haben, oder der Effekt, der wird auch gerne mal genannt die Mutter aller Markteffekte, weil hier die Renditen bis zu 100 Jahre zurück verfolgt und bewiesen werden. Da gibt es ausgiebige Statistiken über
viele Indizes, aber vorzugsweise über US-Aktien. Also es ist nun mal so, dass zum Monatsende hin wirklich statistisch gesehen die Preise der Aktien und Indizes steigen. Und deswegen wird hier auch der Monatsendeffekt in unserem Portfolio gehandelt. Wäre ja auch ein Unding, dass man wirklich quasi die Mutter der Effekte außen vor lässt. Er ist einer der längsten, die wir handeln. Und zwar um den Monatsende sind insgesamt dann 9 Tage, in denen er gehalten wird. Das Interessante ist, er wird vor dem Monatsende wird die Position eingenommen, 4 Tage vor dem Monatsende eingenommen und 5 Tage nach dem Monatsende wird die Position geschlossen. Und natürlich eine Long-Position, wenn man einfach den Beweisen Glauben schenkt, dass die Preise der US-Aktien und der Indizes zum Monatswechsel steigen. Warum? Jetzt komme ich mal zum Basiseffekt, weil der ausgesprochen gut belegt ist und weil er im Grunde genommen über verschiedene Marktteilnehmer auch zu beobachten ist oder verursacht wird von verschiedenen Marktteilnehmern. Ob das jetzt Fonds sind, Versicherungen sind oder ob es auch rein die Sparpläne sind, die immer um den Monatswechsel und zum neuen Monat hin investiert werden. Das sind alles die Faktoren, die dazu führen, dass der Kurs zum Monatswechsel hin steigt. Also die großen Investoren und auch die Fonds, die verändern ihr Portfolio zum Monatswechsel hin, stoßen Verlierer ab, nehmen die Gewinner hinzu, um auch dann tatsächlich ihr Portfolio nochmal zu stärken. Und das ist tatsächlich der Effekt, der dazu führt, dass die Preise zum Monatsanfang sehr häufig und sehr stark steigen. Sparpläne. Bis zu 80% meines Wissens aktuell werden die Sparpläne zum Monatsanfang investiert, was auch zu diesem Effekt führen kann. Man sieht nochmal rechts, auch in den letzten Jahren, er hat nicht jedes Jahr super funktioniert, aber man sieht auch hier über die lange Phase und jetzt besonders seit 2020 hat er eine sehr, sehr starke Performance und belegt einfach, dass er ein sehr, sehr zuverlässiger saisonaler Effekt ist. Er ist der längste und damit auch eine Ausnahme und natürlich dann damit auch ein starker Kontrast zum Pound Shorter. Hier ist es so, dass tatsächlich natürlich mehrere Overnight-Positionen mitgetragen werden und er ist der einzige Effekt, aber der übers Wochenende getragen wird. Alle anderen werden vor dem Wochenende geschlossen. Die dritte Strategie, das ist der Turnaround Tuesday. Der Turnaround Tuesday wird auf den Mini-DAX gehandelt. Es ist so, dass der DAX oder der Mini-DAX, der Dienstag sowieso mit der stärkste Tag in der Woche ist, um Aktien zu handeln. Dort beobachtet man über lange Zeit wirklich steigende Kurse für Aktien. Aber der Turnaround Tuesday, der versucht noch einen besonderen Effekt mit reinzubringen. Er funktioniert nämlich besonders gut eher in schwachen Märkten, in bearischen Märkten, fallenden Märkten. Und das beginnt eigentlich schon am Freitag. Freitag haben die institutionellen Anleger meistens die Nase vorne im Gegensatz zu den Privatanlegern. Die wissen über ihre Informationsquellen, dass die Märkte fallen, über bestimmte Gerüchte, Krisen, die da sind. Und verkaufen Positionen, um Liquidität frei zu machen, um Ansprüchen gerecht zu werden, aber auch um ihre Gewinne zu sichern. Das ist mit ein Grund, warum der fallende Markt am Freitag noch stärker fällt. Und für die Privatanleger zeigt sich dieses Phänomen dann eigentlich erst übers Wochenende, wenn sie ihre Börsenbriefe oder lesen oder über die Medien über diesen Sachverhalt informiert werden. Und dann kommt der Montag und dann kriegen sie ein bisschen kalte Füße und verkaufen auch ihre Positionen aus der Furcht heraus, dass einfach ein Wertverfall in ihrem Portfolio entstehen könnte, was wiederum dazu führt, dass das Ganze sinkt. Das führt dazu,
dass, ja, dass eigentlich so gegen 17.30 Uhr man feststellen kann über einen Indikator, der auch durch die Strategie festgelegt wird, ob der Kurs unter dem 34-Tages-gleitenden Durchschnitt liegt. Und dann ist das der Indikator, den Turnaround Tuesday zu handeln. Das heißt, es ist ein potenzieller Alarm, der einmal die Woche kommt. Es ist eine Long-Position, weil dann der Effekt eintreten soll, dass über den Dienstag hinweg wieder neu investiert wird, billig eingekauft wird, ist ja auch ein psychologischer Effekt, wenn man bei fallenden Märkten einsteigt und dann den starken Dienstag mitnimmt, um ihn dann, so wie wir ihn handeln, auch am Mittwochmorgen wieder mit Gewinn zu schließen. Das Ganze dauert anderthalb Tage. Vielleicht zeige ich noch mal ganz kurz, wie sich das diese Woche gestaltet hat. Das war ja das, was ich eben gezeigt habe. Zum einen sehen Sie hier den Mini-DAX. Da sehen Sie, dass er, als wir eingestiegen sind, ist er noch mal runtergegangen. Und da ist Bewegung drin, ne? Aber man muss dem Trade bis zum Schluss einfach die Luft geben, der Strategie den Luft geben, dass sie bis zum Schluss gehandelt wird. Das heißt, dass das Ende der Strategie, das ist unser Zeitstopp. Wir schließen die Position dann, wenn die Strategie das Ende vorgegeben hat. Das ist der Stopp in unseren Strategien, für alle Strategien. Sie haben alle einen Einstiegsmoment und alle einen fixen Ausstiegsmoment. Er ist fast bilderbuchartig gelaufen. Das ist nicht immer so, ne? Wir handeln Wahrscheinlichkeiten mit einem statistischen Vorteil. Aber ich wollte nur mal zeigen, so ist es eigentlich, wenn man sich das bilderbuchartig vorstellt, die Entwicklung eines Turnaround Tuesdays oder hier unten auch die Entwicklung eines British Pfund US-Dollars. Dann nochmal zurück zum Foliensatz. Ja, das ist schon die dritte Strategie und auch hier denke ich, es ist sehr, sehr einfach vom Konzept her, warum wir den aufgenommen haben und warum wir den auch anbieten. Der Turnaround Tuesday war im letzten Jahr die beste Strategie. Im Jahr davor war es der End of Month. In diesem Jahr ist er ausgezeichnet und ja, macht uns auch sehr große Freude, ist auch positiv und ja, zeichnet sich im Moment auch als eine der besten Strategien ab. Ja, und die vierte Strategie, die ich mitgebracht habe, die ein fester Bestandteil in unserem Portfolio ist, das ist der Friday Gold Rush. Das Timing habe ich eben schon mal gezeigt, aber es ist, was verbirgt sich dahinter? Signifikant stark ist die Performance vom Gold über die letzten Jahre am Freitag. Also da kann ich auch mal eine Folie nochmal mitbringen. Wenn man die Performance zu den anderen Tagen vergleicht, ist der Freitag auf die letzten 10, 11, 12 Jahre immer der stärkste Tag gewesen. Die Strategie ist ja auch schon sehr alt. Also das heißt, schon auch die Jahre oder Jahrzehnte davor ist das nachzuweisen. Warum ist das so? Bei dem Friday Gold Rush sind auch wieder zwei Markteffekte belegt worden, die dazu führen können, dass genau dieser Effekt eintritt. Und zwar zum einen Gold als sicherer Hafen. Das ist auch bekannt und besonders dann, wenn zum Wochenende hin ja Unsicherheiten da sind, auch Gerüchte entstanden sind, dass es irgendwie zu Crashs kommen kann, dass es Währungsunsicherheiten gibt. Da gehen halt viele Anleger auch her und sichern sich mit Gold zum Wochenende ab. Das ist das eine. Und wir haben auch hier eine Mehrfachbelegung eines fundamentalen Hintergrundes. Und zwar spielt hier auch die goldverarbeitende Industrie eine Rolle. Vorzugsweise ist das die Schmuckindustrie. Sie ist an Nummer eins, wenn es um die Verarbeitung von Gold geht. Die Schmuckindustrie ist aber sehr stark daran interessiert, nicht die Rohmaterialien am Wochenende in ihren Lagern zu halten. Das ist sehr kostspielig, was die Versicherung betrifft. Man muss sehr viele Sicherheitsmaßnahmen und Versicherungen haben in diesem Fall, was natürlich sehr kostspielig ist. Und ja, das möchten die nicht, aber sie möchten natürlich die Arbeit in der nächsten Woche sichern. Und von daher wird dann zum Wochenende Gold geordert.
um dann die Arbeit in der Woche darauf fortzusetzen. Übers Wochenende findet dann die Logistik für das Gold statt. Es wird verschifft, sodass es dann Montag, Dienstag wieder bei der Goldindustrie angekommen ist und damit man da wieder weiterarbeiten kann. Das heißt, wir nutzen diesen potenziellen Effekt und zwar mit einer Long-Position, die wir am Donnerstag eingehen, hatte ich eben schon mal gezeigt, und halten die 1,5 Tage und schließen die Position dann am Freitagabend. Um genau das, diese statistische Wahrscheinlichkeit abzufangen. Sie sehen in diesem Chart rechts, dass vom Charakter her der Gold mit am volatilsten ist, dass man da dann immer wieder mal mit höheren Gewinnen, aber auch mal mit Ausschlägen nach unten rechnen muss. Heißt immer mit einem rationalen Risiko an die Sache rangehen. Aber er ist auch im letzten Jahr positiv gewesen und zeigt auch in der Vergangenheit nach wie vor ganz hervorragende Ergebnisse. Das waren die 4 Strategien. Und wenn Sie dazu Fragen haben, gerne Fragen stellen. Wenn Sie es gerne nachlesen wollen, können Sie das auf unserer Internetseite hier unter Strategien, wenn Sie da mal reinschauen, werden Sie sehen, hier sind genau die 4 Strategien vermerkt, die wir nutzen. Hier sehen Sie auch noch mal den Chart, die ich eingangs gezeigt habe, den langfristigen geglätteten Portfolioeffekt und dann hier auch noch mal die einzelnen. Aber wenn Sie dann ja einfach mal hier auf den Monatsende klicken, werden Sie hier noch mal eine Kurzbeschreibung finden und hier unten finden Sie bei allen Strategien auch noch mal die Studien, die das beschreiben von berühmten Autoren oder auch von Tradern, die das in ihrem eigenen Portfolio nutzen oder auch Studien wie hier beispielsweise Swinkel und Van Vliet, kann ich nur empfehlen, sehr, sehr lesenswert und man findet da einfach ganz interessante Details, warum diese Strategien auf lange Sicht bisher so gut funktioniert haben. Man findet sie auch noch weitere Informationen hier oben über Neuigkeiten und Ergebnisse. Wenn Sie da einfach mal durchscrollen, werden Sie ganz, ganz viele Artikel von uns noch finden, die versuchen, das Verständnis für diese Strategien und für die Markteffekte herzustellen. Ich würde jetzt vorschlagen, dass ich ganz kurz mal einen Schluck Wasser trinke. Ich stelle Ihnen in der Zeit eine kleine Umfrage, ob Sie vielleicht persönlich noch mal zu diesem Gesamtkonzept, zu Investui, beraten werden wollen. Es dauert maximal 1 Minute, dann bin ich wieder zurück und dann würde ich gerne noch mal auf Ergebnisse gehen, auf das Thema Risiko. Und dann schauen wir uns auch mal an, was an Fragen kommt oder gekommen ist. Und dann haben wir ja schon fast bald wieder die Stunde, ist schon fast wieder vorbei. Also ich stelle mal ganz kurz diese Umfrage, trinke einen Schluck und bin gleich wieder bei Ihnen. Wunderbar, vielen Dank. Da bin ich schon wieder. Ja, eine Frage, die gekommen ist, ob wir beabsichtigen, andere Strategien aufzunehmen. Ja, das ist immer, diese Frage kommt sehr häufig und vielen Dank, dass sie auch hier gestellt wird. Wir überlegen halt natürlich immer wieder, ob man das Portfolio erweitern soll um weitere Markteffekte oder Strategien. Aber es muss natürlich eine ganze Reihe von Kriterien erfüllt sein, um das zu tun. Wir möchten, wenn ich noch mal hier zeigen darf, den Kalender, wir möchten ja eigentlich ein gediegenes Portfolio anbieten. Das heißt, ne, weg von Overtraden. Das heißt auch, dass die Strategien dürften sich gar nicht so stark überlappen mit denen, die wir jetzt haben.
Sie dürfen nicht übers Wochenende gehen. Sie müssen einen fundamentalen Hintergrund haben, weil wir die dann für besonders robust halten. Es müssen liquide Instrumente sein. Also es ist eine ganze Reihe von Kriterien, die erfüllt sein müssen und die uns bisher aber ein bisschen davon auch abgehalten haben, das hinzuzunehmen. Dann haben Sie eben gesehen, ab 10.000 Euro ist es möglich, das als verwaltetes Konto zu nutzen. Je mehr Positionen gleichzeitig gehandelt werden, umso größer müssen dann auch die Konten sein, aber wir wollen das natürlich ja auch Privatanlegern anbieten, die jetzt nicht mit einem sechsstelligen Konto daherkommen. Also wir sind immer wieder auf der Suche, aber es ist im Moment aktuell nicht absehbar, dass wir das Ganze aufnehmen. Aber wenn es so ist, werden wir ganz sicherlich dazu informieren. Dann ist es so, kam auch, ob man das mal testen kann. Man kann das testen. Hier sehen Sie auf unserer Internetseite, es gibt eine kostenlose Demo. Diese kostenlose Demo ermöglicht es Ihnen, dass Sie 14 Tage die E-Mails bekommen, wie die Kunden in einem selbstverwalteten Konto. Das heißt, Sie bekommen die E-Mail, Sie können mitklicken, dann werden Sie, Sie haben jetzt kein echtes Konto dahinter, aber Sie lernen unsere Prozesse kennen, Sie lernen auch die Markteffekte kennen, auch das Timing, Sie kriegen auch ein Gefühl für das Risikomanagement und anschließend kriegen Sie auch nochmal das Ergebnis. Also das kann ich nur empfehlen, weil es auch nochmal sehr stark zum Verständnis unserer Prozesse beiträgt. Dann wurde nochmal gefragt, ob die Zahlen, die ich gezeigt habe, wo man die findet. Vorzugsweise hier oben rechts sehen Sie ja nochmal die Nettorenditen aus den letzten beiden Jahren und aktuell. Wenn Sie hier auf mehr klicken, dann finden Sie auch bestimmte Fakten, die wir aufgearbeitet haben über die letzten zwei Jahre, die sehen Sie dann hier. Ne? Vieles erkennen Sie hier zum Beispiel auch noch zu der Trefferquote. Da vielleicht auch noch ein Punkt, also die Trefferquote ist bei allen positiv, aber Sie haben jetzt keine Trefferquote von 90-95%. Wenn man einen statistischen Ansatz handelt, ist das hervorragend, wenn man bei 60% liegt. Weil nicht jeder Trade ein Treffer sein wird. Deswegen werde ich gleich auch nochmal auf das Thema Risiko kommen. Aber man muss sich natürlich auch anschauen, die Strategien, die immer damit werben, dass man 95% oder mehr hat. Das sind oftmals Strategien, die sehr schnell viele, viele, viele kleine Gewinne mitnehmen und damit auch die Trefferquote nach oben bringen. Aber dann, dass der große Verlust, der dann gemacht wird, erscheint dann in keiner Statistik. Also, wenn man sich ernsthaft damit beschäftigt und weiß, dass die Trefferquote positiv ist und dass die Gewinner in der Regel höher sind als die Verlierer, ist man auch mit 50% positiv. Aber wenn man sich ernsthafte Literatur und Meinungen von Börsenexperten sieht, alles, was um die 60% ist, sind ganz hervorragende Ergebnisse. Ja, hier sieht man nochmal monatlich, aber da komme ich gleich nochmal dazu. Aber das kann ich auch nochmal empfehlen, um sich vielleicht mit den einzelnen Punkten, die ich genannt habe, zu beschäftigen. So, wie steht's mit Investui? Also das zweite Quartal läuft gerade, das erste Quartal ist abgeschlossen und natürlich haben wir eine besondere Situation seit Anfang dieses Jahres, also der Ukraine-Konflikt und auch die Lieferengpässe und viele, viele andere, Kontexte führen dazu, dass man sehr schwache Märkte im Allgemeinen hat. Und hier ist es so wichtig zu sehen, dass Investui als Portfolio besser abschneidet als die darunterliegenden Basiseffekte, als den S&P 500 oder auch der DAX. Das liegt zum großen Teil daran, dass wir halt genau dieses Timing haben und dass wir nicht kontinuierlich investiert sind. Das ist ein großer Punkt, der dazu beiträgt, dass wir uns nochmal zu den einzelnen Indizes unterscheiden. Und auf lange Sicht muss man sagen, da komme ich aber jetzt dazu, sieht man tatsächlich, dass wir in der Lage sind, mit unseren Strategien auch Drawdown-Situationen und Perioden zu überstehen.
Wenn man sich das hier betrachtet, ist das hier im Grunde genommen der Anfangspunkt unseres Musterdepots in 2020. Und hier haben wir sensationell gut angefangen und haben dann hier diesen Drawdown, das ist der erste Corona-Dip, mitgenommen. Aber dann haben wir uns über die ganze Zeit anschließend stetig wieder nach oben entwickelt. Und das ist etwas, wo wir sagen, das sollte Ihnen auch nochmal zeigen, wie robust die Strategien sind. Und dass es eine Entwicklung über die Zeit ist. Also nicht, dass mit ein, zwei Trades das Ganze wieder erholt wird, sondern was man braucht, ist im Grunde genommen ein konstantes Handeln von den Strategien über die Zeit und über alle Phasen hinweg, um dann letztendlich auch die positive Entwicklung des Portfolios zu erreichen. Alles, was man hier sieht, das sind die Dips, die Rücksetzer mit Corona. Hier drin ist beispielsweise sind auch die US-Wahlen mit drin, da ist der Brexit mit drin. Aber hier sieht man auch nochmal, dass wir aktuell auch einen Rücksetzer haben in dem Portfolio durch Ukraine. Und dann gehe ich einfach mal in unsere Musterdepots und zeige es Ihnen. Hier sehen Sie nochmal auf der linken Seite das Futures, das langfristige Futures-Depot, was hier in 2020 gestartet ist und jetzt hier liegt. Aktuell und auf der rechten Seite sehen Sie das CFD-Konto. Und das CFD-Konto ist mit 10.000 gestartet, das Futures-Musterdepot mit 25.000. Beide verfolgen den Ansatz moderat. Und hier sehen Sie dann die Entwicklung des CFD-Kontos. Und wenn Sie dann hier auf dieser Seite verbleiben, werden Sie jeden einzelnen Trade verfolgen, den wir seit Start des Service gemacht haben. Also wenn man das Ganze tatsächlich im Kontext eines langfristigen Investments sieht, sind Sie erstaunt, wie transparent das Ganze ist. Weil wenn Sie einfach mal bis zum Ende scrollen, sehen Sie hier den Startmoment und wie wir dann tatsächlich jeden einzelnen Trade gemacht haben. Und wenn Sie sich für bestimmte Marktphasen interessieren, ob das jetzt Corona ist oder was anderes ist, dann können Sie hier tatsächlich mal ins Datum einsteigen und sich das Ganze mal anschauen. Hier fehlen auf der Seite noch die Trades, die ich eben gezeigt habe, also die noch offenen Positionen von heute und gestern. Diese beiden werden jetzt nochmal übertragen auf die Musterdepots und dann werden Sie hier zwei weitere Linien sehen. Hier sehen Sie immer das Ergebnis aus dem Futures Trade, hier sehen Sie das Ergebnis aus dem CFD Trade und hier sehen Sie immer, was sowohl im CFD als auch im Futures Handel an Kontraktgröße gehandelt worden ist. Und ich kann Sie nur einladen, nutzen Sie die Situation auch als kritische Auseinandersetzung und kommen Sie auf mich zu, wenn Sie dazu Fragen haben. Gerne diskutiere ich mit Ihnen den Verlauf oder auch bestimmte Aspekte. Die monatliche Performance war in den letzten Jahren 2020 und 2021 ähnlich im Verlauf, wenn man sich das anschaut. Man sieht, es gibt immer auch negative Monate, so wie wir jetzt einen hatten. Aber auch da muss ich nochmal betonen, die Erholung aus diesem Drawdown, weil auch Investui ist ja nicht losgelöst von den Dingen, die an den Märkten passieren. Aber durch die kurzfristigen Positionen, durch die Kombination von den Strategien erwarten wir uns nach wie vor gute Ergebnisse und zwar in einer stetigen Erholung. Und das sehen Sie hier sowohl in 2020 als auch in 2021. Dass es negative Monate gibt, dass sie aber in Relation zu den positiven geringer waren. Und mit diesem Konzept werden wir auch in 2020 werden wir einfach das weiterverfolgen. Und ich würde mir von Ihnen wünschen, auch wenn Sie jetzt vielleicht noch nicht aktiv bei Investui einsteigen, behalten Sie uns einfach im Auge. Sie werden jedes Ergebnis und jeden weiteren Verlauf auf unserer Internetseite sehen. Dass das hier möglich ist, das ist ein Punkt, der sich auf das Risiko bezieht, weil um
Um einen Markteffekt oder einen Rhythmus stetig handeln zu können, vertreten wir die Ansicht, dass man mit einem moderaten Risiko oder mit einem rationalen Risiko an die Sache rangeht. Es nutzt nichts, mit einem überhöhten Risiko mal einen guten Treffer oder das Konto schnell hoch zu traden, aber dann, sage ich jetzt mal, auch in einer anderen Phase dann größere Verluste einzufahren. Und dann wird es schwierig, das Ganze regelmäßig kontinuierlich handeln zu können. Das ist uns immer sehr wichtig. Trotzdem, Sie können natürlich aggressiver an die Sache herangehen. Prinzipiell gibt es das Konzept auch her. Aber Sie müssen sich dessen bewusst sein, dass Risiko und Rendite einfach untrennbar sind. Also wenn Sie an der Renditeschraube drehen wollen, drehen Sie auch an den Gewinnen wie an den Verlusten oder auch am Drawdown. Es ist subjektiv, habe ich geschrieben. Das ist auch aus meinen Gesprächen so. Viele Kunden entscheiden sich bewusst für ein aggressiveres Risiko, aber viele begleiten uns halt auch auf dem Weg des moderaten Ansatzes. Und das hat sich, ich denke, auch auf den Folien bisher sehr stark bewährt. Machen Sie sich einfach den Anlagehorizont klar, dass wir 1,5 Jahre und mehr als Anlagehorizont uns als konzeptionell entwickelt haben. Und ja, und überlegen Sie sich für sich, wie Sie Ihr Risiko gestalten wollen. Und das kriegt man in so einem Webinar leider Gottes nicht hin, sondern ist eher in einem Zweiergespräch, im Dialog besser. Aber ich will Ihnen das Tool zeigen, dann können Sie das auch im Vorfeld gerne mal alleine durchforsten. Also wenn Sie hier auf Neuigkeiten klicken, werden Sie immer hier an zweiter Stelle den Simulator finden. Und der Simulator, das ist ein Instrument, was wir entwickelt haben für beide Produkttypen, sowohl für Futures als auch für CFDs. Und ich nehme jetzt mal unser Musterdepot mit Futures 25.000 Euro. Da sehen Sie, es werden Ihnen drei Risikokategorien angeboten, für die Sie sich entscheiden können. Und mit dieser Risikokategorie in Relation zu Investitionen ergeben sich Positionsgrößen. Sie werden hier sehen, beispielsweise für den Friday Gold Rush und für den Monatsendeffekt sehen Sie hier 2, 5, 1. Also mit jeder Steigerung der Risikokategorie wird dann die Positionsgröße auch größer. Sie können hier erkennen, wie sich der Investitionswert seit 2019 entwickelt hätte. Wir aktualisieren nach jedem Trade diese Tabelle. Schauen Sie sich aber auch den Drawdown an, der in dieser Zeit mal entstanden ist. Und da müssen Sie für sich entscheiden, wie fühlt sich das für Sie an? Können Sie das verkraften, sowohl finanziell als auch von den Emotionen her? Dass der größte Drawdown, den ich hier zeige, das ist der, den wir hier hatten. Das war der Corona-Dip zu Anfang des Investments. Das kann ich immer wieder nur ans Herz legen. Rationales Risiko, dann haben Sie eine gute Chance, hier auch die Entwicklung und aus dieser Phase heraus zu bewerkstelligen. Die empfohlene Mindestgröße finden Sie hier unten. Das ist das 2,5-fache des Drawdowns. Und dann sehen Sie auch von uns einfache Ampellogik. Passt dieses Investment zu diesem Ansatz? Und wenn es rot ist, dann sind Sie halt eben aggressiv unterwegs. Ja, und hier unten sehen Sie dann auch nochmal die Entwicklung der Phasen der einzelnen Jahre mit den unterschiedlichen Ansätzen. Da kann ich Sie nur einladen, sich das nochmal anzuschauen. Also gerne können Sie auch mich kontaktieren. Hier oben sehen Sie sowohl als Chat können Sie uns kontaktieren, hier aber auch als E-Mail, als Telefonservice. Wir sind zwischen 8 und 22 Uhr börsentäglich erreichbar und freuen uns über jeden Austausch. Ansonsten schicken Sie uns einfach eine E-Mail. Dann die Frage sehe ich auch noch, was die Kosten betrifft. Wir haben natürlich ein besonderes Setup, ein besonderes technisches Setup, aber das machen wir kostenfrei aktuell. Das haben wir gestrichen und werden das auch erstmal nicht einführen, weil wir möchten auch gar nichts, was großartig die Performance oder die Rendite verwässert.
Die Ordergebühren liegen unter 5 Euro oder US-Dollar. Zeige ich gleich noch ganz kurz, wo Sie das nochmal nachlesen können. Bei CFDs ist es eine Pauschale. Bei Futures ist es so, dass man das mit der Lotgröße multipliziert. Dann nach Ablauf des Jahres schauen wir uns an, was Sie tatsächlich auf Ihrem persönlichen Konto an eigener Rendite erwirtschaftet haben mit unseren Strategien und legen dann pro positive Strategie, also insgesamt haben wir ja 4, wenn es 4 wären, wären es insgesamt 8%, sind es 2, sind es 4%, ist es 1, sind es 2%, also je profitabler Strategie legen wir das auf die Ihre persönliche Nettorendite an und auch nur dann, wenn wir einen Gewinn erwirtschaftet haben und das Ganze nach Kosten. Wie wir denken, ist das ein sehr, sehr fairer Ansatz dafür, dass Sie keine Arbeit haben, dass wir Ihnen quasi alles abnehmen und dafür, dass es im Grunde genommen auch ein langfristiges Investment ist. Und schauen Sie sich das an, was Sie ansonsten haben, Verwaltungsgebühr, Einstiegs-, Ausstiegsgebühr, Abonnements, all das, was drumherum Ihnen die Rendite verwässern könnte, haben wir aus unserem Angebot rausgenommen. Und wo Sie das nachlesen können, das zeige ich Ihnen jetzt auch nochmal, und zwar immer hier oben über das Logo kommen Sie zur Startseite, und wenn Sie hier unten einfach faire Gebühren, dann werden Sie genau das, was ich eben gesagt habe, nochmal nachlesen können. Und wenn das mit der Alarmgebühr, also mit diesen 2% pro profitable Strategie nicht deutlich geworden ist, hier haben wir dann auch noch Beispiele. Da sehen Sie, dass es eine minimale Gebühr ist für den Service, den wir Ihnen anbieten. Ja, also ich komme zum Schluss. Ich habe wieder ein ganz klein bisschen überzogen. Ich bitte, das zu entschuldigen, aber ja, wie das so ist, dann verplaudert man sich. Ich hoffe, es war aber informativ für Sie und Sie haben einiges mitgenommen. Wenn nicht, kommen Sie auf mich zu oder Sie registrieren sich für das nächste Webinar, was kommenden Monat stattfinden wird, oder kommen Sie auch zu, ja, jetzt hier am Freitag, Frauen an die Börse. Vielleicht interessiert ja sich der eine oder andere. Also es ist nicht nur für Frauen, sondern es ist für jede Frau und jeder Mann. Tolle Themen und sehr, sehr tolle Sprecherinnen, muss man sagen, die sehr populär sind. Sie werden da einige wiedererkennen. Ja, oder ansonsten versuchen Sie es mal hier die Demo anzufragen und machen Sie sich einfach ein Bild über unsere Prozesse. Das war's von meiner Seite und ich bedanke mich nochmal recht herzlich, dass Sie so aufmerksam dabei waren. Ich schaue noch mal im Nachgang, welche Fragen unbeantwortet blieben. Sie kriegen eine E-Mail, versprochen. Und ansonsten verbleibe ich einfach, wünsche Ihnen sonnigen Mittwochnachmittag und Abend. Alles Gute. Das war die Iris Heinen. Ich wünsche Ihnen ja auf Wiedersehen und hoffe, von Ihnen zu hören. Bis auf bald. Wiederhören.